heftigsten, ihr wisst Bescheid. Und nee, nee! Ist hier! Nein! Das ist nicht wieder so ein Besoffener! Nee, Leute, ihr wisst, wen ich mein. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute spielen wir eine Runde 8x1 Bed Wars auf UFO und es gibt ein wichtiges und cooles Thema. Heute geht es nämlich darum, wie wäre Minecraft Bed Wars ohne Fastbridge? Sprich, man baut sich so. Wäre auf jeden Fall extrem langweilig, Leute. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne? Also, aber seit Juli 2017 spiele ich es aktiv. Und ohne Fastbridgen hätte ich A, nie einen YouTube-Kanal gemacht und B, hätte Kors keinen Bock gemacht und C, Leute, ich würde nicht mal Minecraft Bed Wars spielen und dieser Modus würde einfach ausgelutscht sein. Leute, überlegt euch einfach mal. Man wäre so verdammt langsam. Ich meine, stellt euch einfach mal vor. Ihr würdet ab mal eins spielen. Euer Nachbar wäre da. Und ich würde mich hier nicht so bauen, sondern richtig langsam. Ich meine, das wäre so langweilig. Und man würde einfach nie, einfach wirklich nie zum Ende kommen. Und ja, die Punkte, beziehungsweise das Ranking wäre komplett anders verschoben, wie das jetzige mit Fastbridgen. Und generell wäre Bed Wars einfach anders. Es gäbe keine Busted-Videos über Bed Wars-YouTuber. Und Autoklicker wäre auch nicht nötig. Zudem hätte das auch nicht zum Weiterdenken angeregt. Mittlerweile kann ja jeder reducen mit Klicks. Das war damals nicht so. Sprich, Leute, es hätte auch kein Reducen gegeben, denn man hat ja nie über irgendwelche Taktiken nachgedacht. Vor allem hätte man noch nie ohne das Fastbridgen irgendwie, also ohne das Fastbridgen hätte man nie an andere Taktiken irgendwie gedacht. Falls euch übrigens interessiert, Leute, was das hier für ein Pack ist, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like, ein Abo da, würde mich auf jeden Fall schon sehr freuen und bleibt einfach aktiv auf meinem Kanal, denn demnächst gibt es ein Info-Video zu diesem Pack hier. Das Pack hat momentan noch die bei Quadrix Texturen, allerdings die Blöcke anders und der Bettabbau-Sound, den habe ich removed, weil der sonst im Video abfuckt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Das wird ein spezielles Pack sein, jetzt nichts standardmäßiges. Auf jeden Fall, Leute, stellt euch mal vor, ihr wisst ja, es gibt momentan ein, oder schon seit über einem Jahr, ein Hype namens CWBW. Das gäbe es nicht mal, weil man so langsam im Gegner wäre. Die Runden würden teilweise irgendwie so 10 Minuten dauern, bis man überhaupt am Ziel wäre. Ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Auf jeden Fall wäre das Leben ziemlich verdammt hart und es wäre alles richtig komisch. Es hätte nie Bauarten gegeben, nie irgendwelche Bauarten-Hypes, hätte nie Klicktechniken revealed bekommen irgendwie. Also es wäre alles anders. Die BW-Szene auf YouTube wäre nie gehypt. Ja, und ihr würdet das Video hier nicht sehen und das ist schon mal sehr, sehr, naja, ich sag mal ausschlaggebend. Ich meine, meine Videos sind ja eh die heftigsten, ihr wisst Bescheid. Und nee, nee, ist hier, nein, das ist nicht wieder so ein Besoffener. Nee, Leute, ihr wisst, wen ich mein. Oh Gott. Bitte, bitte geh weg, bitte. Digga, Mann, jetzt ist nicht schon wieder so einer da. Junge, wenn ich mich jetzt entnicke und der Typ mich die ganze Zeit anschreibt, Alter, dann schreibt er mich jetzt noch mehr an. Der Typ kennt mich safe. Hi, Besoffener. Digga, er schreibt einfach, don't be mad. Alles klar, was ist mit dir? Auf jeden Fall, Leute, überlegt es euch einfach mal und schreibt mal mir in die Kommentare, was ich als nächstes Video machen soll. Ich finde das total schön, diese Vorstellung. Ich finde das so geil eigentlich, weil man ja so, naja, ich meine, man denkt ja so ein bisschen über andere Sachen nach, so über hypothetische Sachen, die nicht passieren, weil die halt schon jetzt widerlegt, also was heißt widerlegt, weil es ja schon anders ist, also es ist ja, gibt ja schon Fastbridge und bedeutet, man wird einfach nie erfahren, Leute, wie es denn gewesen wäre. Der Typ geht in mich rein. Feuerstein YouTube verdient nur so, ja, Grüße gehen an dich raus und Grüße gehen auch schön an Road to the 10 raus. Gibt keinen Kill für dich. Ich glaube, da gibt es einen Hater. Grüße auf jeden Fall an dich, Ayubis Junior. Ja, Hate juckt mich eigentlich nicht, auch an die ganzen Disliker. Mich juckt das wirklich null. Ich weiß nicht, also es sagt zwar jeder so nah, aber ich schaue auch nie auf die Dislikes irgendwie. Schreibt mal in die Kommentare und stimmt oben in der Infokarte ab, Leute. Würdet ihr Bed Wars spielen, wenn es kein Fastbridgen gäbe? Würdet ihr Spaß daran haben, beziehungsweise würdet ihr es spielen? Denn es wäre einfach alles ganz anders. Keiner würde diese Bauarten machen. Und was zur Hölle hat der für Lack, Mann? Oh Gott, Leute, okay, er baut sich jetzt so hoch. Super. Ja, und der Typ hätte auch ohne das Fastbridgen nie irgendwie versucht, sich irgendwie hochzustacken, weil der hat eben versucht, so richtig schnell zu bauen. Ich glaube auch, Leute, generell gäbe es einfach weniger Schwitzer und es würden einfach viel weniger Leute einfach irgendwie privat Bed Wars pushen. Das Ganze würde sich auf den Revi-Server beeinträchtigen. Ich glaube, der würde gar nicht irgendwie gehypt worden wären, tun machen. Ich glaube wirklich kaum, dass der Bed Wars Server, beziehungsweise dass der Revi Server sonst irgendwie, naja, beliebt geworden wäre, denn durch Bed Wars hat ja Revi sozusagen den Charakter angenommen, denn die haben ja Bed Wars meiner Meinung nach auch revolutioniert, weil da eben einfach viel mehr neue Taktiken dazugekommen sind. So, hoffentlich, Leute, kriegen wir den und ja, ich muss gerade so spielen, weil ich bin ein bisschen salty gerade.
Gut, ich bin anscheinend ein kleiner Spammer laut Ayubis Junior, was? Gut, Leute, er ist jetzt in der Mitte, wir müssen uns echt beeilen, sonst wird dieser Typ uns noch mit Bogen zerstören. Würdet ihr A, einen Bedwars-Kanal führen und B, würdet ihr wirklich Bedwars privat sucht bzw. aktiv spielen, wenn es Fastbitch nicht gäbe? Ihr würdet euch dauerhaft langsamer bewegen und, naja, ich würde einfach sagen, einfach, es gäbe keine Action in diesem Spielmodus. Dann haben wir auch sein Bett. Sorry Leute, wenn es jetzt nur eine Runde ist und das vielleicht ein bisschen langweilig für euch war. Aber ich fand einfach die Idee und das Thema richtig spannend. Auf jeden Fall Leute, könnt ihr auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da lassen. Wenn euch das Pack gefällt, wenn euch meine Videos gefallen, generell einfach mal Support da lassen. Und ja, jetzt hat dieser Blaue einen Bogen, wird mich wahrscheinlich noch holen, aber ich nehme die Runde, egal was ist. Und Grüße an Ayubis Junior, komm mal auf Stein.eu, dann können wir das klären. Ich möchte nämlich nicht, dass Leute denken, ich bin asozial zu Leuten. Ja, ich habe mich einfach nur entnickt und mehr habe ich auch gar nicht gemacht, also nur zur Aufklärung. Ja, ich denke auch eigentlich viel drüber nach, wie ich zu meinen Zuschauern bin. Ist einfach auch mal so eine Behauptung, eine Lehre. Denn Leute, ihr könnt immer mit mir reden, falls es wer noch nicht weiß. Stein.eu, der beste TS eures Lebens und auch meines Lebens. Da sind auch viele YouTuber immer am Start, also wenn ihr mal mit YouTubern reden wollt, beziehungsweise einfach mal generell mit zocken wollt in Community-Runden, dann gammelt auf jeden Fall da mit uns. Wir sind aktiv as fuck. Und ich werde jetzt noch runtergebaut, leider. Oh, Leute, wir können ihn noch safe holen. Okay, GG auf jeden Fall. Würde ich einfach sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Ich bin Tenhard und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Like da. Ja, ich bin Like geil. Tschüss.